Hi zusammen, ganz herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute gibt es gewissermaßen eine kleine Sonderausgabe der Naturkosmetik-News, die ich auch letztes Jahr schon gemacht habe. Und zwar spreche ich mit euch über die aktuell verfügbaren Naturkosmetik-Beauty-Adventskalender für 2024. Eigentlich hatte ich vor, dieses Video gar nicht zu machen und dann hat jemand von euch aber einen Kommentar geschrieben und dann dachte ich mir so, ja, warum mache ich es eigentlich nicht? Ja, dann hat sich was ergeben, dass ein Video, das ich machen wollte, dann doch nicht so geklappt hat und dann dachte ich mir so, okay, dann besprechen wir heute jetzt 14 verschiedene Naturkosmetik-Adventskalender, die ihr dieses Jahr kaufen könnt, was vielleicht die Veränderungen zum letzten Jahr sind, was es neu gibt, was es nicht mehr gibt, wo es vielleicht etwas unverhältnismäßige Preissteigerungen gab. Auch das kann ich euch jetzt sozusagen im Vergleich zu letztem Jahr sagen. Die alte Ausgabe verlinke ich euch mal hier oben. Und wenn euch interessiert, was das ist, dann bleibt gern dran. Wir legen los. Bilder blende ich wie immer ein. Ich bin heute irgendwie ein bisschen irritiert so die ganze Zeit, weil ich einmal meinen Laptop vor mir stehen habe und das habe ich eigentlich nie. Ich habe eigentlich immer alles auf Karteikarten geschrieben und jetzt habe ich das aber in so einem Word-Dokument, jetzt muss ich es von meinem Laptop ablesen und ich habe mich schon vor ein paar Stunden geschminkt und nicht gerade erst. Und deswegen bin ich jetzt die ganze Zeit am gucken, ob mein Make-up mein Burgeressen gerade überstanden hat. Ich hoffe es doch. Wir legen los und zwar mit den beiden Marken, von denen ich bisher zumindest, also Stand heute, bei mir ist der 21. Oktober, wo es bisher nichts gibt oder vermutlich dann auch nichts mehr geben wird, weil ich letztes Jahr ungefähr um dieselbe Zeit hochgeladen habe. Da habe ich ein bisschen geguckt. Ich habe jetzt gerade auf die Eco Verde Adventskalender noch gewartet. Das hat aber dazu geführt, dass eine andere Sache schon ausverkauft ist. Ja, aber da kann man halt nicht den optimalen Zeitpunkt finden. Was es dieses Jahr nicht mehr gibt, ist einmal den Adventskalender von Nui Natural Beauty. Das ist ja eine Kosmetikmarke. Die hatten letztes Jahr, das war ein relativ teurer Kalender, 170 Euro, aber mit 24 Produkten und sowas. Da gibt es dieses Jahr nichts und genauso wenig habe ich was gefunden von Pure Emetics. Das ist die Firma, da habe ich auch ein paar Sachen ausprobiert, war damit viel nicht so zufrieden, habe dann doch kein Video dazu gemacht. Die hat letztes Jahr so einen Adventskalender mit 24 so Duschfluffs, heißen die. Das sind so deren Duschkombi-Produkte, die peelen, gleichzeitig sollen dann auch noch pflegen. Also die beiden habe ich nicht gefunden, dafür gibt es anderes Neues. Aber wir starten mit einer Marke, die dieses Jahr einfach nur ihr Konzept ein bisschen verändert hat. Und das ist Naturkosmetik München, NKM. Und das ist eine Marke, die will ich 2025, denke ich, auch in jedem Fall mal testen. Finde die Produkte sehr, sehr interessant. Die haben nur Pflegeprodukte, können einfach auch mal auf der Homepage vorbeischauen. Das ist schon eher etwas hochpreisiger. Und im Prinzip haben die dieses Jahr ein ganz anderes Konzept gefahren. Das sind alles DIY-Adventskalender. Also ihr kriegt Produkte, ihr kriegt die dazugehörigen Tütchen und Schleifen. Anhänger sind nicht dabei. Da gibt es aber Online-Vorlagen zum Ausdrucken. Und im Prinzip gibt es drei verschiedene Varianten, die teilweise aktuell ausverkauft sind, wobei online steht, dass es sein kann, dass es nochmal wiederkommt. Ihr könnt eben komplett einsehen, was da drin ist. Es gibt nämlich zwei Varianten, wo sozusagen, also von diesem NKM-Adventskalender gibt es drei verschiedene Varianten, die sehen aber alle gleich aus, deswegen blende ich euch nur exemplarische Bilder ein. Einmal die Kennenlern-Variante, dafür zahlt ihr 155 Euro, der Wert ist 190 Euro. Ihr habt 10 verschiedene Produkte und 2 Accessoires und von diesen 10 Produkten sind eben 2 Vollgrößen oder auch exklusive Produkte dabei. Man kann da online alles einsehen und ich muss sagen, ich fand es irgendwie, mich hat es nicht so gezogen, weil irgendwie viel so sehr generische Produkte, ich will immer hier nicht spoilern, ne? In diesem Video, vielleicht wollt ihr ja euch was kaufen, es waren eher so, die exklusiven Produkte waren eher so, jetzt nichts so Außergewöhnliches, ja? Also irgendwie eine Seife oder so, wisst ihr, das finde ich halt nicht so toll. Dann die andere Variante, wo die Produkte vorher bestehen, ist die Fan-Variante. Die ist 10 Euro teurer, also kostet 165 Euro. Der Wert ist dann 220,50 Euro. Der hat auch 10 Produkte, davon 7 Reisegrößen und 2 Accessoires, also wie bei dem anderen, insgesamt 12 Produkte. Das heißt, jeden Tag könnt ihr da, jeden zweiten Tag könnt ihr da dann was ausmachen. Und ja, da auch da sind 2 exklusive Produkte drin. Und die Variante, die ich tatsächlich am ansprechendsten finde, aber die natürlich auch am teuersten wird, ist die Liebhaber-Variante. Die kostet ab 138 Euro und es liegt daran, dass ihr euch praktisch 12 Produkte selber aussucht aus 23 verfügbaren. Also da hat man schon ein bisschen Auswahl. Das meiste sind Reisegrößen. Und dann addiert sich sozusagen der Preis dieser Produkte. Also die haben auch ganz viel an Reisegrößen. Und auf das gibt es dann 15% Rabatt und ihr kriegt praktisch noch die Tütchen, Schleifchen etc. dazu. Ja, ist für mich alles zu teuer, würde ich alles nicht machen. Ich habe tatsächlich bei der Liebhaber-Variante ein bisschen gezuckt, weil ich mir dachte, das wäre eigentlich cool, da manche Sachen auszuprobieren. Aber Dinge, die ich von der Marke ausprobieren wollte, waren da nicht in der Auswahl. Also von daher, ja. Wie gesagt, die Liebhaber-Variante ist, denke ich, noch verfügbar. Die beiden anderen, die sozusagen mit definierten Produkten sind, ist aktuell ausverkauft, aber kann sein, dass das wiederkommt. Gut.
So viel zur Nummer 1 Naturkosmetik München. Wir kommen zu einer zweiten Firma, die wir von letztem Jahr kennen, und zwar ist es Sauberkunst. Sauberkunst ist ja eine Marke, von der ich sehr, sehr schätze, die Seifen, die Haarpflegeprodukte. Ich finde, die haben, ist eine schöne Naturkosmetikmanufaktur mit tollen Sachen. Also ich war da echt begeistert, unter anderem meine liebste Deo-Creme ist von denen. Die haben einen Adventskalender für 79,90 Euro, von dem ihr den Inhalt überhaupt nicht einsehen könnt. Also ihr wisst gar nicht, was drin ist. Also vielleicht findet ihr was vom letzten Jahr oder gibt ja diverse Unboxing-Videos auf YouTube, vielleicht findet ihr da was. Und da kriegt ihr sozusagen einen Querschlag durchs Sortiment, aber halt auch weihnachtsexklusive Produkte. Tatsächlich sind es 10 Euro mehr als letztes Jahr. Der Wert ist über 100 Euro. Ich glaube, das war letztes Jahr auch ungefähr so. Also schon eine Preissteigerung drin. Von diesen 79,90 wird 1 Euro an den Lebenshof gespendet. Also wo Tiere leben können, die vor einem Leben oder nicht mehr Leben in Massenbetrieben gerettet wurden. Und das wird jetzt so Ende Oktober, Anfang November versendet. Und ihr könnt da nichts dazu bestellen. Sozusagen, die versenden immer nur die Kalender einzeln. Wenn man vielleicht Bock hat, mehr von Sauberkunst zu probieren, finde ich das, glaube ich, eine ganz coole Sache. Muss man schon sagen, 10 Euro ist aber schon noch eine Spur. Aber es kommt noch dicker, keine Sorge. Ja. Kommen wir zu was, was immer da ist, immer gleich ist, worüber ich auch in den letzten Naturkosmetik-News schon gesprochen hatte. Der Adventskalender von Alverde. Und das ist der einzige Adventskalender von einer Drogerie-Eigenmarke. Tatsächlich weder Alterra noch Terra Naturi haben da was. Der kostet 19,95 €, ihr habt 24 Türchen und da ist im Prinzip so eine komplette Pflegeroutine im Miniformat. Das sind ja alles keine vorbestehenden Produkte, sondern die speziell für diesen Kalender produziert werden. Davon ist ein Make-up-Produkt dabei, ein Abschminkprodukt und ihr könnt die komplette Palette online einsehen. Also das ist wirklich der Low-Budget. Das kommt gerade, dann kommt ganz lang nichts nach oben, muss man leider sagen. Ja. Dann kommen wir zu Jungglück. Auch da haben wir dieses Jahr wieder was. Das hatten wir letztes Jahr auch schon. Wobei ich jetzt schon online teilweise so gehört habe, dass die Leute deutlich zufriedener sind als die letzten Jahre. Jungglück ist ja auch eine nicht zertifizierte Naturkosmetikmarke, die ganz viel auch so an Inhalt, also an Wirkstoffkosmetik und sowas rausbringt. Den Jungglück Adventskalender findet ihr für 149,90 €. Das ist genauso wie letztes Jahr. Der Wert sind 333 €. Das ist etwas mehr als letztes Jahr. Und ihr kriegt hier 24 verschiedene Produkte. Das sind 11 Normalgrößen oder halt so Sondergrößen. Davon sind 3 Serien dabei. Also drei verschiedene Serien. Und ihr kriegt dann auch so ein Infobooklet dazu, wo ihr euch so ein bisschen über die Produkte mehr informieren könnt. Diese 3 Serien sind einmal für Hautalterung, für Feuchtigkeit und für Unreinheiten. Und dann habt ihr neben den 11 großen Produkten 13 Minis. Die sind so 5 bis 10 Milliliter. Und ein für den Kalender exklusives Produkt, das eben nur dafür hergestellt wurde. Dieses Bouclet muss ganz gut sein. Booklet? Bouclet? Bouclet ist vielleicht was anderes, oder? Ich denke, das klingt cool, weil ich es französisch ausspreche, aber ist es nicht. Also finde ich ganz cool, vor allen Dingen, weil sie wohl auf die Kritik Rücksicht genommen haben, dass es halt letztes Jahr so ein bisschen konfus ist, du kriegst alles Mögliche, aber dir wird nicht so richtig damit was beigebracht und das scheint jetzt dieses Jahr deutlich besser zu sein. Die nächste Sache, jetzt kommen wir eher so Richtung klassischere Marken, würde ich sagen. Baldini oder Trauasis ist ja so eine Naturkosmetik-Duftmarke. Die sind dieses Jahr so ein bisschen den anderen Weg gegangen. Da hatten wir letztes Jahr, glaube ich, was recht klassisch mit so Duftölen. Und die haben dieses Jahr einen Achtsamkeitsadventskalender. Also das ist jetzt nicht reine wirklich Kosmetik, aber ich tue es jetzt hier halt trotzdem mit rein. Für 49,59 €. Ich lese heute jeden Preis falsch vor. Was ist falsch mit mir? Ich habe in meinem Kopf einen anderen Preis für das Produkt. Für 59 € kriegt ihr 4 Produkte von Baldini in Originalgröße, die ihr nicht einsehen könnt. Da kauft ihr ein bisschen die Katze im Sack. Aber dazu kommen sozusagen 24 Achtsamkeitskarten. Also ihr kriegt dann jeden Tag so einen Impuls. Es gibt 2 Live-Seminare zum Thema Achtsamkeit, an denen ihr teilnehmen könnt. Und 3 verschiedene Audiodateien. Ich nehme an, das ist dann so Richtung Meditation, Achtsamkeitsübung. Ist, finde ich, mal ein bisschen was anderes. Man kauft halt schon so mit den Produkten ein bisschen Katze im Sack. Und dann dafür 59 €, weiß nicht. Aber finde ich im Prinzip so ein großen ganzen süßes Konzept. Neu dieses Jahr dabei ist Veleda. Veleda hatte ich die letzten Jahre, glaube ich, nie einen gesehen. Aber im Veleda Adventskalender kriegt ihr für 69,90 € Produkte im Wert von 110 €. Dabei sind 12 Originalgrößen, 8 Probiergrößen und 4 Tütchen mit kleinen Blumensamen. Finde ich auch ganz süß. Es sind nur Pflegeprodukte drin und es ist eher so auf Frauen gemünzt, würde ich jetzt mal sagen. Also es ist, ja, es sind ja die meisten Adventskalender hier. Ja. Aber da muss ich tatsächlich sagen, das fand ich gar nicht so schlecht. Das sind halt einfach so Standardprodukte, 70 €. Hat man bei Veleda-Produkten, glaube ich, relativ schnell zusammen. Es ist alles einsehbar, also da könnt ihr schnell sehen, ob sich das für euch rentiert oder nicht. Generell, ich will immer so, ich stehe diesem Adventskalender-Ding ein bisschen zwiespältig gegenüber.
Ja, ich kaufe mir keinen Adventskalender. Einfach, weil ich so welche kriege. Also meine Mama macht mir einen, meine Schwester macht mir einen. Und wir machen mit einer Freundesgruppe dieses Jahr wieder so einen DIY-Adventskalender. Also jeder bastelt so eine kleine Sache 24 Mal. Und dann kriegt halt jeder von den anderen 23 andere Sachen. Und damit kriegt man so einen kleinen DIY-Adventskalender. Das ist richtig cool, macht viel Spaß. Ich bin auch schon fertig mit meinen Sachen. Und ja, darauf freue ich mich auch total. Ich finde halt, Adventskalender kriegen oder durch diese Auspackerei auf YouTube immer so ein bisschen den Vibe, dass man sie eigentlich nur so als Beautyboxen betrachtet und eigentlich immer nur guckt, ob es der Wert ist. Was ich dann verstehen kann, weil wenn was halt nicht 20 Euro kostet, dann will man vielleicht auch wissen, ob man da jetzt die Katze im Sack kauft oder nicht. Auf der anderen Seite finde ich es halt auch übertrieben, wenn Leute 200 Adventskalender auf YouTube aufpacken. Also das finde ich, ist halt so ein Konsumding, mit dem ich persönlich schlecht umgehen kann. Könnt ihr ganz anders sehen. Sicher auch interessant, wenn man sich für was Spezielles interessiert und vielleicht wirklich wissen will, ob sich das rentiert, da zu gucken. Aber die Überraschung und sozusagen das, der Grundgedanke in der Adventskalendern, haha, davon sind wir, glaube ich, schon lang weg, der ist da halt so ein bisschen weg. Ja, also ich finde, es reicht auch so ein Adventskalender mit so kleinem Kram und man braucht jetzt da nicht jeden Tag was für 50 Euro. Ja, also von daher, ich sage euch immer den Wert dazu, aber das sage ich halt, um es sozusagen ein bisschen in Relation zu setzen und nicht, weil ich das dadurch selbst werte. Versteht ihr, wie ich meine? Werten, werten, werten. So, Primavera, der duftende Adventskalender, der ist dieses Jahr neu und der ist so ein bisschen so wie der Baldini Tau Oasis letztes Jahr war. Hier kriegt ihr für 65 Euro verschiedene Düfte, also ätherische Öle etc. Der Inhalt ist nicht einsehbar und ihr findet hier dreimal Originalgrößen von ätherischen Ölen. Das sind halt diese klassischen Dinger für 5 Milliliter, die so groß sind. Es gibt 20 mal 1 Milliliter, das ist, glaube ich, schon relativ wenig. Wobei mal, wie lange braucht man für so ein Duftöl, ne? Und 2 mal ein 10 Milliliter Pflegeöl. Also ich denke mal, das ist dann was, was man auch auf die Haut auftragen kann. Genau, das ist Primavera. Dann kommen wir zu zwei, die es auch letztes Jahr schon gab, nämlich Dr. Hauschka. Dr. Hauschka kostet dieses Jahr 79 Euro. Letztes Jahr waren wir da bei 59 Euro. Ist ganz cool, weil ich habe einfach mein Word-Dokument vom letzten Jahr gesehen und wusste halt genau, musste das überhaupt nicht mehr groß nachgucken. Der UVP ist über 100 Euro. Jetzt ist es eine 20 Euro Preissteigerung, aber von dem, wie das letztes Jahr war und wie das aufgebaut ist, ihr könnt sozusagen alles einsehen, ist es vom Wert und so deutlich besser. Also letztes Jahr hätte ich den nicht gekauft. Heute würde ich mal sagen, okay, ja, kann man machen. Ihr findet hier 19 Produkte in Probegröße zwischen 2,5 und 10 Milliliter. Letztes Jahr waren es, glaube ich, 23 Produkte in Probegröße. 2 Originalgrößen. Und das ist ganz cool. Das ist eine Lippenpflege und so ein, oh, jetzt wollte ich doch, und so ein illuminierendes Fluid fürs Gesicht. 4 Kleingrößen und eine limitierte Seife. Das ist halt alles an Körper- und Gesichtspflege so ein bisschen, ja. Und gleichzeitig werden die Säckchen, in denen die Produkte daherkommen, in einem Frauenprojekt in Indien hergestellt. Also hat auch so ein bisschen einen sozialen Bezug. Also wenn ich das vergleiche zu dem von letztem Jahr, finde ich den deutlich attraktiver, trotz allem 79 Euro, ne? Brauchen wir nicht drüber reden. Dann haben wir Green Door. Green Door ist ja eine Marke, die in der Drogerie hauptsächlich eigentlich nur mit ihrer Naturkosmetik Deo-Creme vertreten ist. Green Door bietet einen Adventskalender an, der so eigentlich quer mal durch deren Sortiment testet. Und das ist natürlich eigentlich ganz cool, muss man sagen. Es kostet dieses Jahr tatsächlich auch nur 69 Euro. Letztes Jahr waren es 79. Der Wert war so über 100 Euro. Der ist ungefähr gleich zu letztem Jahr. Ihr könnt jetzt bestellen, es ist jetzt versandfertig. Und ihr habt aber hier tatsächlich nur Produkte in Probiergrößen. Also sind immer so circa 25 Milliliter. Ihr könnt alles online einsehen. Das sind Haarprodukte, Körpergesichtsprodukte. Und ihr findet auch immer Rabattcodes an bei, wenn ihr die Produkte dann tatsächlich nachbestellen wollt. Also das ist wirklich so eine schöne Geschichte, um sich mal durch ein gesamtes Sortiment zu testen, würde ich sagen. Dann haben wir Benecos. Benecos hatte ich letztes Jahr zum Beispiel nicht auf dem Schirm. Also kann sein, dass es den gab, aber für mich war der hier neu. Den gibt es bei Ecoverde und er ist teilweise ausverkauft. Ich habe ihn dann nochmal wieder gesehen, dann war er wieder ausverkauft. Also müsst ihr gucken. Ihr zahlt hier tatsächlich nur 49,99 und kriegt 24 Produkte, die online alle einsehbar sind. Dabei sind 13 dekorative Produkte und Benecos hat ja ähnlich auch wie Puro Bio so ein Nachfüllsystem. Also ihr kriegt zum Beispiel auch so eine Palette, wo ihr dann so Refills kriegt im Laufe des Kalenders, um die da reinzuklicken. Teilweise haben die auch so Lippen-Nagelprodukte, wo dann tatsächlich aber die Farbe, die ihr kriegt, Zufall ist. Also das ist nicht immer dasselbe, sondern das ist zufällig. Und 11 Produkte sind eben Pflegen, das sind alles so kleinere Größen. 3 verschiedene Tools. Dann hätten wir ja 27 Produkte. Habe ich das richtig reingeguckt? Ja, ihr könnt auf jeden Fall alles genau auf Ecoverde einsehen, wenn euch interessiert, was das ist.
Auch bei EcoVerde, sind eigentlich die restlichen jetzt alle, findet ihr den Kalender von CMD. Und CMD ist so eine Marke, die sind irgendwie so für Heilerde, glaube ich, so ein bisschen bekannt. Teilweise gibt es die Produkte zumindest auch bei Müller. Aber ich hatte tatsächlich, glaube ich, von denen noch nichts, weil ich irgendwie auch die Verpackung krass unattraktiv fände. Okay, ist total einfach so. Auch ich bin ein Verpackungsopfer. Ja. CMD ist eine Pflegemarke und hier findet ihr für 74,99 Euro Produkte im Wert für über 160 Euro für Gesicht und Körper. Es ist alles online einsehbar und ihr geht da einmal quer durch deren ganzen Serien. Also es gibt so eine Sandorini, Sandorn, dafür sind die auch bekannt. Das heißt Sandorini, finde ich echt ganz witzig vom Wortwitz, genau mein Humor. Teebaumöl-Serie, es gibt so eine Royal Gelee-Serie, Rügener Heilerde, Kreide, Heilkreide. So eine Rosenserie und da kriegt ihr halt so Produkte daraus. Ja, wenn einen die Marke interessiert und man sich da, das ist auch so ein Durchteste-Ding wirklich, glaube ich. Da ist auch jetzt nichts Spezifisches drin, 75 Euro natürlich trotzdem ein Wort, aber wenn man vielleicht seine Pflegevorräte auffüllen will, dann ist das ganz gut. Dann haben wir, und da gab es letztes Jahr auch schon was, Puro Bio. Puro Bio hat die sogenannte Jingle Box rausgebracht. Ihr habt hier 87,50 Euro als Preis, als Originalpreis ist 175,99 angegeben, also ihr habt so ungefähr die Hälfte. Ihr findet 15 Make-up-Produkte, teilweise ist es ähnlich wie bei dem von Benecos, halt aus diesem Refill-System, also dass ihr dann eben nur die Pfändchen kriegt, aber ihr kriegt an einem Tag die Palette, wo ihr es dann reinklicken könnt. 8-mal Gesichtspflege und 2 Zubehörprodukte und ihr könnt alles einzeln inklusive Farben, also da ist der berechenbarer als der jetzt von Benecos. Genau. Also das vielleicht auch eine Alternative ist, aber muss man sagen, 50 Euro für den von Benecos, 88 für den von Puro Bio ist schon ein kleiner Unterschied. Ja. Ich habe jetzt von beiden Marken noch nicht so viel getestet. Ich glaube eher mehr Puro Bio tatsächlich. Aber ja, vielleicht ist es ja für jemanden von euch, das sind die Produkte, die glaube ich tatsächlich, wenn man an dekorativer Naturkosmetik Interesse hat, sind das die Sachen. Und dann würde ich Puro Bio oder Benecos kaufen tatsächlich. Ja. Und last but not least, der Grund, warum das Video erst diese Woche kommt und nicht letzte Woche, ist, dass EcoVerde jetzt erst seine Adventskalender rausgehauen hat, sozusagen vom Onlineshop mit verschiedenen Marken. Und hier haben wir eine Preissteigerung. Letztes Jahr haben die Teile 69,99 gekostet. Also es gibt 2 verschiedene. Einen Mixed heißt der und einen, der vegan ist. Also der in dem Einzelnen hat auch nicht vegane Produkte drin. Beide haben letztes Jahr knapp 70 Euro gekostet. Dieses Jahr sind wir bei knapp 90. Also ihr seid bei 89,99. Und das finde ich schon eine ganz schöne Steigerung. Und ich habe mich mal durch die Produkte jeweils durchgescrollt. Puh, ich weiß es nicht, ganz ehrlich. Also letztes Jahr fand ich, glaube ich, im Überblick tatsächlich den Nicht-Veganen besser. Dieses Jahr ist es andersrum. Ihr habt bei beiden einen Wert von über 240 Euro. Kann man natürlich dann sagen, okay, das ist ungefähr das Dreifache. Ja. Versendet werden die Teile ab dem 6.11., das ist jetzt ja auch nicht mehr lang hin. Und ihr habt 24 Produkte. Meistens sind es in diesem gemischten Adventskalender, dem blauen, auf den beziehe ich mich jetzt zuerst. Kleinere Größen für Haare, Körper, Gesicht. Es sind 2 Make-up-Produkte enthalten bei dem gemischten. Und ihr habt so klassische Marken wie Bio-Vegan drin, wie Logona, wie Santé, wie Puro Bio auch. Aber auch sowas wie Madara und Antipodes, was so ein bisschen teurer ist. War jetzt aber auch so, dass ich mir so dachte, so boah, also sind jetzt auch alles von den Marken jetzt nicht die Produkte, die ich persönlich vielleicht da reingetan hätte. Ja? Und dann die vegane Variante ist im Prinzip genau dasselbe. Ebenfalls knapp 90 Euro, über 240 Euro wert. Und hier sind mehr größere Größen drin, hatte ich das Gefühl. Hier auch Haare, Körper, Gesicht und ein Make-up-Produkt. Und hier fand ich irgendwie so die Marken ein bisschen ansprechender. Ich hatte das Gefühl, das war so ein bisschen der hippere Kalender, der jüngere Kalender. Da haben wir Hey Organic, Santé, La Vera, Ben und Anna und I plus M. Aber auch hier könnt ihr alle Produkte online einsehen und euch dann überlegen, ob das was für euch ist. Ja, und damit sind wir durch. Das sind die Kalender, die ich gefunden habe. Wenn ihr natürlich noch was anderes habt, was ihr noch in den Raum werfen wollt, super gerne in die Kommentare. Und ich freue mich von euch zu lesen, ob für euch was Interessantes dabei war, ob ihr vielleicht das kauft, ob ihr gar keinen Adventskalender kauft, so wie ich das mache, weil ihr welche kriegt. Ist natürlich auch großer Luxus, aber ja, wie steht ihr zu dem Thema? Wäre da was vielleicht für euch dabei? Wo ist für euch auch vielleicht so preistechnisch eine Schmerzgrenze? Also ich muss schon so sagen, so über 100 Euro finde ich schon hart, gerade wenn ich nicht weiß, was drin ist, weil ja, da kann man, glaube ich, dann schon enttäuscht werden. Also da bin ich schon so ein bisschen in diesem Zwiespalt aus. Ich will es jetzt nicht aus reinen Wertgründen kaufen, aber gleichzeitig so viel Geld hinzulegen für eine Wundertüte, finde ich persönlich dann auch immer schwierig. Ja, also hier ist für jeden was dabei, egal ob ihr Make-up wollt, egal ob ihr so einen Achtsamkeitsaspekt wählt oder einen Duftaspekt oder einfach euch mal durch kleinere Marken durchtesten könnt. Hier findet ihr alles, was ihr wollt. Ich freue mich, dass ihr heute mit dabei wart. Schaltet sehr gerne nächste Woche wieder ein. Ich glaube, da gibt es ein Holly Hall, wenn mich nicht alles täuscht, mit
auch Produkten von EcoVerde, wenn wir heute schon so viel drüber geredet haben. Ich wünsche euch jetzt ein ganz schönes Wochenende, eine gute Woche, passt auf euch auf und ja, danke für euch.